Polens Ministerpräsidentin Kopacz und Bundeskanzlerin Merkel an historischem Ort in Kreisau. Vor 25 Jahren umarmten sich hier der erste demokratisch gewählte polnische Regierungschef Mazowiecki und Bundeskanzler Kohl. Eine bedeutende Geste deutsch-polnischer Aussöhnung. Seither hätten beide Länder vieles erreicht, sagte Kopacz. Versöhnung sei ein Ergebnis von Mut, aber auch von viel Arbeit. Wenn Polen und Deutsche sich heute träfen, dann täten sie das als Nachbarn, Partner und vor allem als Freunde. Merkel betonte, Polen und Deutschland treten heute für Freiheit und Sicherheit ein. Und erneut kritisierte sie Russlands Rolle in der Ukraine-Krise. Für uns gilt die Stärke des Rechts und nicht die Inanspruchnahme eines angeblichen Rechts, eines Stärkeren. Für uns sind Nachbarländer Partner und keine Einflusssphären. Merkel bekannte sich zur deutschen Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg, sprach aber auch die Vertreibung der Deutschen nach Kriegsende an. Auch der Ort des heutigen Treffens war bis zum Zweiten Weltkrieg deutsch. Heute gehört er zu Polen. In den letzten Jahren der Hitler-Diktatur traf sich hier die deutsche Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis und machte, wenn auch vergeblich, Pläne für ein demokratisches Deutschland.